Hi, ho meine Freunde, wir simulieren hier das Spiel Aston Villa gegen Liverpool, weil das nicht so wirklich spannend ist und spielen dann lieber das nächste Spiel sofort gegen gegen Wolfsburg, genau, Wolfsburg war es. Oh, Moreno macht sein erstes Tor in der Saison und Gerrard trifft auch und Sakho verletzt sich und das ist ja ganz toll. Ja. Wir haben auf jeden Fall gewonnen, sogar zu 0 gewonnen, das ist ja immer ganz schön und jetzt kommt das Duell, wie ihr seht hier beide 9 Punkte. Deswegen ist das hier schon ziemlich wichtig, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Dann wären wir auch Erster. Oh, Lovren hat abgelehnt. Er wollte ja verlängern, aber gut. Dann halt nicht. Egal. Wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen Wolfsburg. Und das wird jetzt passieren. Wir automatisch ersetzen. Okay, Sakho kann dieses Spiel hier nicht mitspielen. Schade. Wird wahrscheinlich dann durch Lovren ersetzt. Ja, und ich fürs andere Trikot. So. Aber ich möchte Aspas da vorne rein haben. Und Iori kam zurück. Woo! Adler im Tor. Und Ross Seiter auf der Bank. Der entwickelt sich unfassbar gut. Falls ihr das so ein bisschen verfolgt, das ist unglaublich, wie der sich entwickelt. Luis Alberto bringen wir auch mal auf die Bank. Ne, sogar von Anfang an. Und ansonsten lassen wir das jetzt erstmal so. Dann wird Henderson vielleicht. Ne, Henderson bringen wir auch. So. So spielen wir gegen den VfL Wolfsburg im Spiel der Spiele um Platz 1 oder Platz 2. Deshalb bin ich da schon gespannt, was da jetzt herumkommen wird. Und lass uns mal loslegen hier gegen den VfL Wolfsburg. In Wolfsburg. Das kann auf jeden Fall was werden. Hinspiel haben wir ja, glaube ich, gewonnen. Und Rückspiel wollen wir gewinnen. Ja, Carvajal leistet hier sich schon einen großen Patzer. Rodriguez, der Schweizer. Der Schweizer auf Bendtner und Adler. Unfassbare Parade des Ex-Hamburgers, der hier auch gerne wieder gegen die alten Freunde aus Wolfsburg spielt. Ist ja immer schön, als Deutscher gegen Deutsche zu spielen. Finde ich jedenfalls. In der letzten Saison hatten wir ja schon Schalke in der Gruppe, jetzt heute Wolfsburg. Na, ist das heute in diesem Saison, in diesem Jahr halt Wolfsburg. Ist auf jeden Fall schön. Freut mich. Ist immer wieder spannend, gegen eine deutsche Mannschaft zu spielen. In der K.O.-Phase hatten wir sogar Dortmund, die uns dann, mit denen wir haben. Nein, das darüber will ich nicht sprechen. Da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja. Deswegen machen wir es dieses Jahr besser. Wir sind in der Liga noch vorbildlich ungeschlagen. Das wollen wir hier auch in der Champions League bleiben. Da sind wir nämlich auch noch ungeschlagen. Hoffen wir mal, dass es hier gegen Wolfsburg schon funktioniert. Die machen momentan aber eher das Spiel und wollen hier wirklich den Führungstreffer schießen. Und das wollen wir natürlich verhindern. Ist ja ganz klar. Alaba holt sich da einfach mal den Ball. Balotelli jetzt. Aspas direkt weiter. Aspas ist durch. Iago Aspas wird von Naldo abgedrängt. So heißt das Wort. Und ja, Wolfsburg wieder im Kommen. Rodriguez gegen Carvajal, den Ex-Leverkusener, den Ex-Madrilenen. Es ist auf jeden Fall kein Spiel wie die Ligaspiele. Es ist auf jeden Fall hier was anderes. Eriksen. Eriksen! Boah! Und immer wenn ich den Pfosten treffe, geht natürlich der Akku leer des Controllers, aber der hält mir jetzt noch ein bisschen. Hoffe ich doch.
Balotelli. Schade. Luis Alberto darf heute nochmal. Oh Mann, den hätte man ruhig mal machen können. Aber Benaglio, der Schweizer Torhüter, hat da gerade noch so die Finger dran. Gustavo drischt den Ball raus. Er kommt aber wieder zurück. Lovren stark. Lovren stark. Holt er den Ball, Lovren? Ja. Jawohl. Und Balotelli jetzt. Oben ist schon Aspas. Der wird aber nicht angespielt. Schade. Ja, das war nicht gut. Aber egal, halbe Stunde gespielt, immer noch 0-0. Ich glaube, mit dem Ergebnis wären wir auch Gruppenerster. Wegen direkter Vergleich und so. Der zählt ja hier in der Champions League nicht die Tordifferenz. Die zählt nämlich erst nach dem direkten Vergleich. Glaube ich jedenfalls. Das heißt, wenn zwei Spiele 0-0 ausgingen und oder zwei Spiele 1-1 ausgingen oder was auch immer, dann zählt die allgemeine Tordifferenz. So viel ich weiß. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, dass es so ist. Aber die Regelung ist eh scheiße. Genauso wie mich die Auswärtstorregelung ankotzt, die kann man ruhig abschaffen. Da hatte ich überhaupt nichts dagegen. Das ist, erspart einem unnötige Rechnerei und ist sowieso für beide gleich, wenn, als wenn sie da wäre oder eben nicht. Weil wenn, es müssen eh beide so einmal daheim, einmal auswärts spielen. Und ob ich jetzt daheim ein Tor kassiere oder auswärts ein Tor kassiere, ist letztlich ja dann egal. Weil es für beide ja zweimal dieselben Bedingungen sind. Also einmal, aber eben beide machen das gleiche mit. Beide müssen einmal daheim und einmal auswärts spielen. Also macht das keinen Unterschied eigentlich, aber gut. Ich stehe mit meiner Meinung da wahrscheinlich alleine, was die Auswärtstorregel betrifft, denn sonst wäre sie schon lange weg. Aber hier gegen Wolfsburg scheint die Auswärtstorregel überhaupt nicht in Frage zu kommen, denn hier gab es nämlich noch gar kein Tor. Ach, was für eine Überleitung. Deswegen werden wir wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit eine andere Offensive sehen, die vielleicht für mehr Torgefahr steht momentan. Ich weiß es nicht, aber jetzt erstmal hier Jung. Jung, der Außenverteidiger, auf Rodriguez, der andere Außenverteidiger, flankt rein auf den Lord. Lord Bender, dem lasse ich natürlich frei, der darf Tore schießen. Nicht. Gut gemacht, aber zu unpräzise letztendlich. Und wir gehen mit dem 0-0 in die Pause. Relativ unspektakulär, unspannend, untoll, aber egal. Das heißt, wir müssen was verändern. Balotelli geht raus, Sturridge geht auf die Seite und Origi kommt rein für ihn hier. Und Aspas kommt rein, nicht Aspas, sondern Rosita. Unser 18-jähriges Talent, was hier so langsam am Aufblühen ist, kommt auch noch auf den Platz. Und Eriksen jetzt. Eriksen, Einwurf. Ja, es war gut gedacht, aber Wolfsburg denkt eben auch noch mit. Und jetzt ist die Möglichkeit da. Die wird aber nicht genutzt. Carvajal macht das gut. Hat da alles unter Kontrolle auf der rechten Seite. Und das war überhaupt kein guter Pass. Moreno noch relativ arbeitslos heute. Da ging es jetzt mal über links und dann ist er komplett abgemeldet von der Situation. Oh, oh, oh. Der Ball ist noch heiß. Raus damit. Origi. Sturridge rennt. Sturridge hat sau viel Platz. Der macht da eigentlich, wenn er spielt wie gewohnt, macht er den. Aber er macht ihn nicht.
Schürrle. Schürrle, Flanke kommt, Hövedes. Adler kann den Ball nicht festhalten. Aber alles nochmal gut gegangen. Oh, was für ein Fehler von Moreno. Oh, was für ein Bock. Lord Bentner macht's nicht. Puh. Perisic kommt rein für Virinha. Mal gucken, ob der ein bisschen mehr Tempo reinbringen kann. Ein bisschen mehr Offensivpower. Sturridge. Sturridge. Was macht Sturridge da? Verliert den Ball. Zu egoistisch. Und jetzt wieder alles über rechts. Diesmal über Perisic. Bentner. Moreno kommt schon hinterher und fälscht den Ball ab. Und De Bruyne kann da gerade noch so behindert werden, dass er ihn ins Ausköpfte kriegt, den Einwurf. Und Arnold kommt für Gilavogi. Es wird offensiver bei den Wolfsburgern. Rossiter stark. Und jetzt Luis Alberto auf Eriksen, Christian Eriksen. Sieht Sturridge. Oh mein Gott. Oh Gott. Zum einen abseits. Und zum anderen vorbei. Das ist doppelt bitter. Aber egal. 0-0 auch okay. Aber natürlich nicht das Ziel. Das Ziel heißt Sieg und Lord Bentner. Guter. Boah. Wow. Was für ein Schuss. Der hat perfekt gepasst. Die Bräune stecken da durch. Und dann mit einem schwachen Fuß. Da kam René Adler nicht mehr dran und Ivan Perisic erzielt sein erstes Tor in der Champions League. Und somit wäre Wolfsburg auf Rang 1 der Champions League Gruppen hier, der Gruppenphase hier. Und wir würden unsere erste Niederlage mit nach Hause nehmen müssen. Ja, schade, der Versuch war gar nicht schlecht. Was seid da? Setz sie hier. Du, nein, nicht durch. Schade. Schade, schade, schade. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ein ganzes Stück offensiver. Müssen wir ja, sonst war es das hier mit Sieg oder mit Unentschieden oder mit was auch immer. Und hier gibt es nochmal Freistoß. Dummes Foul von Joe Henderson. Der kriegt nicht die gelbe Karte. Besser so. Und noch gute 10 Minuten plus Nachspielzeit auf der Uhr. Und die müssen wir jetzt nutzen. Sturridge, perfekt. Origi, 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 Origi. Mann! Den muss man noch machen. Jetzt kommt sogar noch Aaron Hunt für De Bruyne rein. Es wird also nicht defensiver hier. Was ist denn das, Alberto? Oh, der Typ, ey. Jetzt spielen sie natürlich hinten rum. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Ist ganz klar. Origi, Origi, Origi! Verdammt! Treff doch!
Lovren, gut gemacht. Gut gemacht von Lovren. Aber er kriegt den Ball nicht weiter. Er kriegt den Ball nicht weiter und das war's. Das war's. Ich lege ihn fest, das war's. Erste Niederlage in der Champions League. Wolfsburg geht als Gruppenerster in die nächste Runde. Und wir eben als Gruppenzweiter. Da guckt euch das an. 10 Schüsse gegen 3. Ach, egal. Bis dann.